digitalen Unterhaltung. Heute geht es um And Yet It Moves. Was beim ersten Hinschauen wie ein ganz normaler Plattformer aussieht, entwickelt sich beim genaueren Hinblick in ein interessantes Physikspiel mit einer lustigen Collagenoptik. Ihr müsst nicht nur eure Figur steuern, sondern habt auch die Möglichkeit, die Level zu drehen, so dass ihr Regionen erreicht, die eigentlich bei einem vertikalen Level nicht so erreichbar werden. Darauf muss man aber trotzdem achten, dass einem keine Objekte auf den Kopf fallen und dass man nicht zu tief fällt. So ergeben sich sehr interessante und spannende Rätsel, die teilweise nicht beim ersten Mal gleich erkennbar sind. Die transparenten Figuren im Hintergrund, die ab und zu sehen sind, dienen als Wegweiser und als Speicherpunkte. Sprich, wenn ihr dann doch mal zu tief fallt oder euch das auf den Kopf fällt und ihr somit hops geht, müsst ihr nicht vom Anfang des Levels wieder starten, sondern startet von der letzten Figur, sprich dem letzten Speicherpunkt neu. Zum Abschluss gibt es noch ein wenig unkommentiertes Gameplay. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like oder einen Kommentar freuen. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.